Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, herzlich willkommen zurück zu The Quarry. Wir müssen noch Informationen finden und uns ausruhen und ne? Ich glaube, Informationen haben wir jetzt genug. Wir haben ja letztes Mal am PC geguckt und uns den Podcast angehört, zumindest den Teil, den wir hören konnten, bevor es gestört wurde. Und wir gehen jetzt mal zurück in unsere Zelle, um uns ein bisschen auszuruhen. Und ich denke, dass der Kopf dann auch zurückkommt. Oh, ich habe so lange nicht gespielt. Fast einen Monat. Ich muss mich erst wieder zurechtfinden, hier, wo wir sind. Das ist zu. Hallo? Was war das gerade? Ach, nix. Ich glaube, das war nur der Raum. Okay. Ich war mir sicher, hier geht's durch zur Zelle. Wir werden's finden, wir werden's finden. Ah ja, richtig. Das ist erschöpft. Und ich auch. Ich muss schlafen. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Sichtfeld, Mann. Können wir nochmal kurz gucken? Diesmal erschrecken wir uns nicht. Ach, er macht diesmal auch nichts mehr. Gucken können wir auch nicht. Na gut. Dann ruhen wir uns jetzt ein bisschen aus. Ich weiß nicht, können wir hier noch irgendwas machen? Vermutlich nicht, ne? Geräuschkulisse einfach. Ah, okay. Da können wir die Spritze noch verstecken. Und ausruhen. Ja, ich wüsste nicht, wo wir noch weitersuchen sollen. Wir haben in der letzten Folge eigentlich alles durchsucht. Bin ich zumindest der Meinung. Und deswegen legen wir uns schlafen. Sagst du mir, was passiert ist? Warum sagen Sie es mir nicht? Was machst du hier noch? Ich bleib bei Max. Wir haben was zu klären. Eigentlich haben wir was zu klären. Wobei, ich weiß es nicht. Also, ganz ehrlich, es macht wenig Sinn, noch bei Max zu bleiben. Aber ich weiß nicht, ob ich den einfach so zurücklassen könnte in ihrer Situation. Könntet ihr das? Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, zu retten ist er nicht mehr. Das ist durch. Hier. Wir haben noch was zu klären. Ach was? Sie sagen mir auf der Stelle, was genau hier wirklich vor sich geht. Ist das klar? Warum sollte ich? Weil ich schon fast zu Hause sein könnte. Wenn ich nicht. Weil ich für Max da sein will. Vielleicht kann ich ja helfen. Umdrehen, Hände an die Wand. Oh. Im Ernst jetzt? Ich bin zu müde zum Streiten. Ich auch. Glücklich? Ich mache uns Kaffee. Warum sollten wir denn so dumm sein und eine Waffe am Mann haben, wenn wir wissen, er kommt zurück? Er traut uns nicht. Würde ich an seiner Stelle aber auch nicht tun. Was ist das? Sieh es dir an. Jetzt. Gut sauber gemacht. Also, das Auge. Wird er uns nicht Kaffee machen? War schwerer, als es im Lehrbuch aussieht. Vor allem, wenn niemand dabei hilft.
Du bist vom Fach. Tiermedizin. Und nein, noch nicht. Und das werde ich wohl auch nie. Wir sitzen hier für immer. Weißt du, man weiß nichts. Nur weil man es weiß. Weißt du? Was? Ich bin nicht. Es ist nicht, wie es aussieht. Geht es vielleicht ein bisschen genauer? Du und Max steckt genauso in der Klemme wie ich. Meine Leute, wir wollten keinem wehtun. Wir wollen nur überleben wie jeder andere, verstehst du das? Nicht wirklich. Ist er einer von denen? Wir machen dem ein Ende für alle Zeit. Wir? Ja. Doch nicht. Ich dachte gerade ganz kurz, er will jetzt aufdecken, dass er einer von denen ist, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das habe ich gerade missverstanden. Was mit der Familie? Was ist mit ihrer Familie? Meine Familie ist tief in einen Brunnen gefallen. Hört langsam auf. Was? Familie ist das Wichtigste auf der Welt. Nur wenn deine Familie, also jeder Einzelne beschließt, in einen Brunnen reinzuspringen und sie unten an einem Seil hängen. Wie soll einer alleine sie alle wieder da rausziehen? Wie denn? Wenn man am Seil zieht, reißt es einen nur selbst hinein, wo der Rest schon ist. Was soll das bringen? Also, sie stehen oben am Brunnen mit dem Seil und... Ja. Ist das nicht offensichtlich? Ja, okay, verstehe. Ach, vergiss es. Wie war das denn eine Metapher? Mal sehen, wie schlau du wirklich bist. Was ist das? Lies es einfach. Um was geht es denn? Lies es. Ich würde sagen, lies doch. Scheint voll der Mond hoch in der Nacht, so wird das Monster hervorgebracht. Die Opfer starr, vor Schreck ganz blass. Es jagt das Blut, doch scheut das Nass. Und fällst auch du dem Fluch anheim, nimm mit Silber des Ersten sein. Bei Vollmond noch vor Morgenrot schlag des Fluches Quelle tot. Der Fluch lässt dich alsbald allein, gar harmlos wird des Vollmonds Schein. Yep. Lies weiter. Nee. Der taut gerade auf. Das bringt nichts. Wirst du gebissen, bleibt nicht viel Zeit. Trenn schnell das Glied von deinem Leib. Die Seele bleibt sodann verschont, bevor der Fluch dir innewohnt. Begreifst du es langsam? Wirklich hilfreich ist es nicht. Das heißt also, wenn du gebissen wirst und denjenigen, der dich gebissen hat, vor Sonnenaufgang oder was das war, umbringst, dann fällt der Fluch von dir ab. Den letzten Vers habe ich aber auch nicht ganz verstanden. Musst du auch noch das Körperteil abtrennen, wenn das du gebissen wurdest? Oder das habe ich nicht ganz verstanden. Und... ehrlich, es ist Müll. Warum muss ich das denn reimen? Weiß nicht. Das ist alles. Da haben meine Augen gerade so derbe gejuckt, dass ich mal kurze Pause machen musste. Weiter geht's. Wir haben.
Töte den Werwolf, der dich gebissen hat, und zwar mit Silber. Und nur bei Vollmond. Klingt ja nicht so kompliziert. Sofern man ihn töten kann, das ist die Frage. Ich will nur Max heilen. Ist komplizierter, als du glaubst. Sag bloß. Warum haben sie ihn nicht umgebracht? Hat er mich infiziert? Er hat sie ja nicht gebissen, er hat sie ja gekratzt. Ist aber echt eine gute Frage, warum er ihn nicht umgebracht hat. Wenn sie all das wissen, warum haben sie das Ding im Sturmkeller dann nicht umgebracht? Es ist nicht, es ist... Kompliziert? Nein, es ist... Sie sind nicht leicht zu treffen, ich wollte euch beschützen. Aber ich frage mich, warum er Max jetzt nicht umgebracht hat. Ich meine, klar, Max müsste jetzt das andere Viech umbringen, bevor der Vollmond durch ist. Ne? Aber ich meine, ist der Vollmond jetzt nicht durch? Weil er ist ja schon wieder zurückverwandelt. Was ist der Plan? Hast du vielleicht eine Idee? Ich? Ja. Durch dein Studium. Das hat nicht mal gestartet. Tja, du bist meine beste Chance. Ich jag diesen weißen Wolf unter dem Vollmond so lange, dass ich nicht mehr weiß, ob es ihn gibt. Vielleicht ist das ja auch egal. Vielleicht geht es auch anders. Bei aller Glauberei. Wissenschaft gibt's auch. Und du kannst das. Gut. Denk einfach mal über alles nach. Ich komme morgen früh zurück. Im Bilde? Aber dann ist das für Max doch jetzt endgültig zu spät, oder? Ich würde ihm wohl kein einziges Wort glauben, wenn ich es nicht gesehen hätte. Ich glaube ihm, ich bin nicht sicher, doch eigentlich schon. Ich glaube ihm. Sag mir bitte nicht, dass du ihm jetzt vertraust. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube ihm den Werwolf-Kram, nicht das mit der Wissenschaft. Ich weiß nicht, was er will. Der dreckige Lügner hat uns entführt, Laura. Wir dürfen dem Wichser nicht ein Wort glauben. Eigentlich hat er Laura gerettet. Tja. Egal. Er hat die Chance verschwendet. Wir verschwinden hier und biegen es selbst gerade. Laura? Ja? Ich hab das mitgekriegt. Mit deinem Auge. Ja. Ist es schlimm? Ziemlich schlimm. Es tut mir leid. Das warst nicht du, du hast keine Kontrolle. Das war aber ein sehr gefühlloses, das tut mir leid. Das war fast schon ein bisschen bockig. Du hättest doch nichts dagegen tun können, dass es passiert. Du hast ja keine Kontrolle. Stimmt's? Stimmt. Ja. Du hast keine Kontrolle? Natürlich nicht. Fuck. Laura, was soll das heißen? Ich versuche nur, es zu verstehen. Sonst nichts. Ich hab's nicht böse gemeint. Himmel. Nichtsdestotrotz hat er ihr ein Auge ausgekratzt, ja, also. Ich weiß, dass ihr hier seid. Wer? Die Betreuer, die nicht ankamen. Woher weißt du das? Bobby war da. Sagte, du hast ein verlassenes Auto. Verschrottet. Ich dachte mir den Rest. Mist.
Wieso? Was denkst du, Chris? Scheiße, Travis. Sie sind nur hier, das ist übel. Du hast ein Gewissen, Chris. Was sollte ich denn machen? Was war das? Die gehören doch dazu. Nein! Nein! Wir müssen aufpassen. Es wäre viel schlimmer, hätte ich nicht auf dich geschossen. Geschossen? Was sag ich mal? Zu deinem Glück war es kein Silber. Sei still. Max! Max! Aha. Was ist denn? Travis war eben im Flur. Hörst du? Der Cop. Und? Mit Chris Hackett. Wollte er uns rauslassen? Nein. Er ist der Werwolf. Max. Chris Hackett hat dich da unten im Sturmkeller gebissen. Unglaublich, deswegen hat er ihn umgebracht. Hätte das gedacht? Also, naja, wenn ich überleg, ich schon. Hast du aber nicht. Alles macht Sinn. Deshalb war Chris Carra an der Lodge damals. Travis wollte ihn decken. Deshalb folgt er uns und deshalb wusste er von dem Werwolf in dem Sturmkeller. Das war sein verfluchter Bruder, Gott, so offensichtlich. Wenn Chris mich gebissen hat, dann... Das ist die Heilung. So heilen wir dich. Himmel, Laura, denken wir gerade dasselbe? Ja, tun wir. Am Morgen verschwinden wir von hier. Ich hole mir Travis' Waffe... und töte Chris Hackett. Aber muss er ihn töten oder reicht das, wenn sie ihn bringt? Hilfe! Laura braucht Hilfe! Laura? Laura, alles okay? Gott, verdammt! Was zur Hölle ist dir los? Laura! Ich weiß nicht, ob ich das hätte tun sollen. Ich glaube, dass er auch einfach nur festgefahren ist und nicht weiter weiß. Ah, wird gewählt. Ich habe eben aus Reflex gehandelt. Ich weiß nicht, ich werde es, glaube ich, nicht machen sollen. Okay. Ich dachte schon, du wärst echt krank. Vielleicht sollte ich Schauspiel als Hauptfach wählen. Das wäre ein bisschen drüber. Wir sollten gehen, bevor er aufwacht. Ja. Ich weiß wirklich nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Wir sollten zusammenpacken. Wo sind Silberkugeln? Er muss sie irgendwo haben. Was ist los? Ich dachte, da wäre was. Etwas ist hier. Nein, nein, da ist was. Es kommt von hinter dieser Tür. Sie taten uns das an. Töte sie alle. Der Riesenschlüsselring einfach. Hier ist keiner drin. What the fuck? Er macht sie. Was ist das? Schrotpatronen. Er füllt sie mit Silber. Da war er also, auf der Jagd.
Ich schätze, die hier brauche ich dann wohl nicht mehr. Kommt sie nicht weit mit? Hey, ich hab's gerade erst gerafft. Wir sind frei. Na, nicht ganz, ne? Diese Erstlinge Chris tot ist, das ist richtig. Ganz frei sind sie noch nicht, besonders er nicht. Was machen wir denn mal? Ich möchte jetzt eigentlich nicht so Sicherheitsgefühl verbreiten, weil wir sind halt einfach noch nicht sicher, aber ich möchte ihn auch nicht aufschrecken, indem ich jetzt sage, erst wenn Chris tot ist, bla bla bla. Aber ich glaube, wir gehen trotzdem den Weg. Nein, Max. Sind wir erst, wenn Chris Hackett tot ist. Und wie es scheint, bleibt uns nicht viel Zeit. Ich weiß, du hast recht. Lass uns nur kurz den Sieg feiern, hä? Keine Zeit. Wir feiern, wenn es vorbei ist. Wir fahren jetzt zu Hackett's Quarry und beenden es. Heute Nacht. Keine Zeit, um irgendwie da jetzt groß das zu feiern, dass wir da gekommen sind, weil es ist ein Minischritt auf dem Weg, den sie gehen müssen. Und so kam ich hierher, zum Camp. Ließ Max auf der Insel, war der sicherste Ort für ihn, umgeben von Wasser und so. Das war's, meine Story. Schreit nicht alle durcheinander. Warte, die Insel, also unsere Insel, du meinst die im See? Ja, wieso? Weil Jacob, er ging hin und suchte nach Emma und ist noch nicht zurück. Keiner von beiden. Ups. Oh, scheiße. Sie sind nicht mehr dort, es geht ihnen sicher gut. Weiß sie, dass sie nicht mehr dort sind? Ich bin mal ehrlich. Wenn sie dort waren, sind sie es nicht mehr. Ah, oh, nee. Das wollte ich echt nicht sagen. Braucht ihr eine Skizze oder was? Ich komme gerade von dort und da ist ein Werwolf, sonst niemand. Oh, fuck. Ich weiß nur, ich habe keine andere Wahl. Ich muss Chris Hackett einfach töten. Nach meinem Besuch am Pool, wo ich Chris erschoss, ging ich zurück zur Insel. Ich dachte, Max wäre wieder normal. Aber... Hat das nicht geholfen? Das ist ja das, was ich eben meinte. Ich weiß nicht, ob er ihn umbringen muss oder ob es reicht, dass sie es macht. Aber offensichtlich scheint es ja nicht gereicht zu haben. Oder die Anweisung Max? Ist einfach falsch. Aber die sind ja schon länger auf der Jagd, die müssen es ja wissen. Kann sie nicht ein bisschen schneller machen?
mach schon. Hat sie ihn jetzt erschossen oder nicht? Weil offensichtlich hat das ja nicht funktioniert. Der tote Werwolf war also nicht Chris. Das war gar kein Werwolf. Es war Kaylee Hackett, Chris' Tochter. Was es auch war, es war kein Mensch. Außer es hat sich danach zurückverwandelt, als ich auf der Insel war. Wieso hat dich Max dann nicht getötet? Sie ist doch gebissen worden. Ich habe das alles nicht mehr so gut im Kopf, weil das jetzt schon so lange her ist. Aber das muss sie den anderen zeigen, weil die müssen wissen, dass sie sich auch eigentlich verwandeln kann jederzeit, ne? Das ist ja für alle gefährlich. Wollte er. Bin entkommen. Ja. Das muss aufhören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Aber sie muss ihn jetzt töten, sonst verwandelt sie sich. Okay, warte mal ganz kurz. Lass mal ganz kurz sortieren. Also, der Cop ist normal. Chris Hackett ist ein Werwolf. Er hat Max gebissen und sie müssen jetzt Chris töten, damit von Max der Fluch abfällt. Getötet hat sie aber die Tochter, ich habe den Namen jetzt vergessen, die auch ein Werwolf war. Sie ist jetzt aber auch gebissen von Max. Das ist eigentlich, müsste sie Max töten, damit sie nicht dauerhaft Werwolf bleibt. Richtig? Und dazu haben wir noch Dingens rumlaufen hier. Ich habe seinen Namen vergessen. Hier, ne, ihr wisst schon. Der läuft ja auch noch als Werwolf durch die Gegend. Was ein Chaos. Und, oh Mann, ich und Namen. Und die anderen beiden sind auch immer noch verschollen, die auf der Insel waren, ne? Oder wissen wir, wo die sind? Ich weiß das nicht mehr. Gott, was ein Chaos. Bist du unser neuer Gast? Riech ich nicht gut? Na los, beiß nur rein. Mach schon. So ein dummes Tier. Warum fangen sie die, anstatt sie umzubringen? Oh Gott, loslassen! Lassen Sie mich los! Hände weg von mir! Ah ja, da ist Jacob. Ich rufe die Polizei, ja genau. Lassen Sie mich frei, okay? Ich wollte das alles überhaupt nicht, bitte! Bitte! Oh mein Gott, warum antworten Sie nicht? Wollen Sie Geld, ist es das? Denn mein Vater hat Geld. So richtig viel. Ich meine nicht wirklich, aber er besorgt es, ganz sicher. Bitte, lassen Sie mich frei, bitte. Es tut mir leid. Bitte nicht! Schon zwei, Bobby. Wer ist das denn jetzt, der da im Käfig steckt?
ist das Dingens hier? Der Macker von Abby? Ist er das? Neugierige kleine Ratte. Möchtest alles wissen, was dich nichts angeht? Natürlich. Doch glaub nicht alles, was du so hörst. Was soll's? Da sind wir wieder. Schauen wir, was du mir diesmal bringst, okay? Wir haben sogar eine Karte dabei. Der Wagen. Hielten wir die Zügel, würden wir uns sicherer fühlen. Wir hätten die Kontrolle und würden aus Überzeugung Entscheidungen treffen. Mutig, mitunter jedoch töricht. Viele suchen im Wagen Zuflucht. Aber vielleicht sind sie dort gar nicht so sicher, wie wir annehmen. Und wie immer frage ich dich, verlangt es dich vielleicht noch mehr? Yep. Wir machen das jetzt. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, ob es eine Auswirkung hat. Wow. Wir zwei werden uns heute Nacht noch öfter wiedersehen. Ich freue mich darauf, solange du den richtigen Weg einhältst. Einhältst? Heißt das, wir sind auf einem guten Weg aktuell? Kapitel 8, der Bauch der Bestie. Wo ist Chris Hackett? Halt's Maul! Wow, nett. Sie hat Kaylee umgebracht. Wir drehen uns im Kreis. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt mal einen kleinen Cut. Auch wenn das jetzt schon wieder quasi mitten im Dialog ist. Aber wir machen hier trotzdem einen kleinen Cut. Ich habe ja gerade schon eine kleine Zusammenfassung gegeben. Mich würde jetzt interessieren, wer der Werwolf ist, der jetzt mit dem Typen im Käfig sitzt. Meine Güte. Es könnte jetzt entweder der von Abby sein. Weil ich hatte eben überlegt, ob das vielleicht Chris Hackett ist. Aber das ist eigentlich, kann ja eigentlich nicht sein, weil. Doch, das kann sein. Chris in der Polizeistation war ja eine andere Zeitlinie, ne? Vielleicht ist es auch Chris Hackett, der da im Käfig sitzt. Ich frag mich halt, wenn die da so eine krasse Basis haben mit Käfigen und hast du nicht gesehen, warum war Chris Hackett dann am Anfang als Werwolf in diesen Keller gesperrt, anstatt in einen von den Käfigen, bis das abklingt, bis er wieder normal ist? Das erschließt sich mir noch nicht, aber vielleicht kriegen wir die Antworten darauf noch. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr fürs Zuschauen, ich wünsche euch einen Tag, wenn ihr dieses Video seht und bis zum nächsten Mal. Ciao!